Wir sind auf dem Weg nach Luxemburg. Hier möchten wir ein paar Tage dem Alltag entfliehen, wandern und Zeit in unserem Buschen verbringen. Gerade heute meldet sich erstmalig die AdBlue-Anzeige, womit wir bei 4000 Kilometern auf dem Tacho noch nicht gerechnet haben. Also erstmal den Kanister AdBlue einfüllen. Tanken ist in Luxemburg grundsätzlich immer empfehlenswert, da der Diesel hier deutlich billiger ist. Hallo, wir sind gestern in Luxemburg angekommen, in Fussekaul. Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig ausspreche. Das ist ein Ort in den Luxemburger Ardennen. So eigentlich relativ mittendrin im Land. Wir stehen jetzt hier auf einem Wohnmobilstellplatz, der zu einem Campingplatz gehört. Der hat auch ziemlich viel zu bieten, von Restaurant über Supermarkt, wohl auch zu anderen Zeiten Sauna, Schwimmbad, Kinderanimation, für wen sowas interessant ist. Ja, die Nacht war sehr kalt, wir hatten -9 Grad, mussten auch ordentlich heizen. Genau, gestern haben wir eine kleinere Wanderung gemacht hier in der Gegend. Und heute wollen wir mal ein größeres Shopping-Center ansteuern. Das liegt so 30, 40 Kilometer von hier. Genau.
Nach erfolgreicher Shoppingtour und der Erkenntnis, dass man in Luxemburg in manch einem Supermarkt ebenso gut einkaufen kann wie in Frankreich, möchten wir uns jetzt gern noch etwas die Füße vertreten. Hallo. Wo sind wir hier? Eschsauer. Esch an der Sauer? Ja. Und, wie ist es hier so? Eiskalt. Okay. Wir gucken es uns trotzdem an. Alles klar. Wir haben uns ein windgeschütztes Plätzchen gesucht. Der Wind ist so eisig kalt. Oder? Ja. Ja. Mal einen Eindruck davon bekommen, wie kalt das hier ist. Ja, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Da hängen die Eiszapfen runter. Eisig kalt. Aber hier geht's, hier ist windgeschützt, halbwegs. Naja, gucken wir mal weiter. Was ist aber hier? Nicht für dicke Menschen gedacht. Oh oh, dann kann ich ja eigentlich schon gar nicht da durch. Na doch. Oh, ist ein bisschen düster gehalten. Ja, du aber nicht, oder wie? Also mal hier. Hier kommt keine Heulelefanten hoch. Nein. Das war ein Insider.
Brücke sehen und sterben. So, ich glaube, wir sind ganz oben, ja, in der Tat. Da ist die Luxemburger Flagge. Da. Jetzt dürfte man einen richtig guten Ausblick haben. Oh ja. Auf Esch. Hast du Hunger? Kann ich dir nicht weiterhelfen? Tut mir leid. Ja? Sieht ein bisschen aus wie uns. So. Da sind wir wieder. Ich nehme mal nicht mit. Wir haben schon eine. Und da steht das Buschen. Das dürfte jetzt gut gewärmt sein. Heizung lief. Inzwischen hat sich der Platz schon ganz gut gefüllt. Ich nehme euch mal mit. So.
wir sind jetzt in Lifranche angekommen, gehen gleich eine Wanderung machen, eine größere. Aber vorher zeige ich euch mal kurz den Platz gerade noch. Das ist auch ein Campingplatz und da gibt es halt separat noch Wohnmobilstellplätze. Also jeweils mit Stromversorgung. Ein bisschen kreisförmig angeordnet. Drüben ist dann ein kleines Waschhaus. So für den Wohnmobilstellplatz. Genau. Hat eine sehr schöne Aussicht von hier. Vielleicht jetzt nicht so gut. Da ist noch ein kleines Bistro. Und dort ist die Rezeption, die Anmeldung. Schatz, keine Mütze? Jetzt nicht. Du weißt schon, dass wir minus 9 Grad haben. Aber ist dir egal? Ja, ich kann hier die Sonne auf dem Haus. Okay. Ist schon sehr ländlich alles. In Lifranche. Hier werden alte Scheunen, Bauernhäuser richtig schön ausgebaut. Unsere Wanderung führt uns um den Obersauer Stausee.
Hier am Waldentdeckungszentrum Burfeld stehen viele geschnitzte Tiere rum, was sehr eindrucksvoll aussieht. Unten am Wasser gibt es einen kleinen Strandabschnitt. Wir sind jetzt über die Straße der Siebenburgen nach Körich gefahren. Hier ist ein Stellplatz für 3 Wohnmobile. Es gibt Stromanschluss, Wasser, Fähr- und Entsorgung. Und ja, ich zeige es euch einfach mal. Entsorgung, Versorgung. Stehen wir. Könnte noch ein weiteres Mobil stehen hier vorne. Da steht noch eins. Das ist ein kleiner Picknickplatz. Ja. Ja. Und hier kann man den Strom anschließen. 1 Euro für 8 Stunden. Genau. Wir schauen uns die mittelalterliche Burgruine in Körich an. Sie zählt zu den Schlössern des besagten Tals der 7 Schlösser. Die Besichtigung ist ganzjährig möglich und kostet nichts. Thank you.
wie jetzt so? Wir machen jetzt einen Abendspaziergang. Ah. Zum asiatischen Lokal, wo wir jetzt online was bestellt haben. Die ganze Karte war auf Französisch und wir mussten erstmal alles übersetzen. Ja, aber ging ganz gut, ne? Mit, ja, mit Google-Übersetzer. Google-Übersetzer. Feine Sache, das. Ja. Ja. Dann. Ne? Schauen wir mal, ob das geklappt hat. Also, wir haben jetzt nicht hier im Dürfkessel bestellt, sondern es müsste hier um die Ecke sein. Stellplatz auf unserer Luxemburg-Tour haben wir ganz für uns allein. Er verfügt wie ein Campingplatz über ein großes Sanitärgebäude. Jetzt sehen wir uns die fußläufig schnell zu erreichende Altstadt von Vianden an. Ist das denn offen? Lässt mich erstmal mit hochkommen, ne? Oh, auch noch Dornen, oh, ein Traum. Nein. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ich glaube auch.